Und dann ist der Server weg. Da gibt's den nicht mehr. Ja, Bescheid. Ja, mau mau. Katzenmaus. So, ich hoffe, ich kann hier zu Ende sein. Ja, du lenkst mir auf, Papa. Machst mich ganz wuschig. So, ey, damit ihr jetzt fertig seid. Ihr dürft entscheiden, wo ich mich aufhöre. Ich werde jetzt quasi... Ja, das Klo konnte ich mir aufbauen. Ich baue ein Klo, gut, das mache ich jetzt. Das geht am Bild. Kampf-PC, genau. Ich mache einen Kampf-PC. Eigentlich ist das gar nicht so eine dumme Idee, das war eigentlich voll geil. Ja, für jede Kackwurst 1 Dollar. Das ist keine dumme Idee, ich glaube, das mache ich wirklich. Ja. Okay, also. Ja, mein alter Vater hat eine coole Idee. Ist ja cool, Papa. So, wie gesagt, von sowas nicht ablenken lassen unbedingt. Ich seht ja, was passiert. Man kann sich ablenken lassen und dann denkt, Lava, da sind bestimmt Diamanten oder da schau mal, große, große Berge, Aber das sind immer alle gewesen, das würde sich nicht lohnen. Erschrocken. Oh, mein Herz. Scheiß Zombie. Hier, schon wieder. Da kommt schon wieder einer. Ist da ein Spawner? Was guckst du? Hey, hier ist wirklich ein Spawner. Also sowas ist cool. Wir können, ich glaube jetzt die Fackeln. Ja, ich bin zu dreist. Und da könnt ihr zum Beispiel Zombies hauen und EP farmen. Sowas empfehle ich auch beim EP farmen. Einfach, welche Idiot baut hier Blöcke mal ganz ohne Witz. Also das ist ja total idiotisch. So, also diesen Spawner am besten irgendwie ausbauen, dass man hier sich kloppen kann. Also ich will keine Monsterfalle ausbauen, weil wenn es eine Monsterfalle ich bin in einer Mine, ich bin gerade Minenarbeiter und muss Steine hauen. Ja, und da ist Monster Spawner, da kommen Monster. So, also nochmal, damit ich fertig bin. Wirklich, der Hund ist am Selbstmord. Zombie! So, wie gesagt, am besten so ausbauen, dass man kämpfen kann hier drin, weil es lohnt sich ja eigentlich nicht, wenn man eine Monsterfalle draus macht, weil wenn die... Ah, Baby-Zombie. Sehr schlecht. Ich brenne. Es lohnt sich eigentlich nicht, den als Monsterfalle zu bauen, weil die GMs, die Leader des Servers, sperren euch dann aus den Server raus. Die sagen dann, ihr habt den Spawner benutzt und werdet dadurch dann gebannt. Quasi. Das ist nicht verboten auf den Server. Aber wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, hier ein bisschen Monster kloppt und keine Monsterfalle drauf kommt, ist es eigentlich okay, meiner Meinung nach. Also ich kloppe mich hier gerne mal beim Monster ein bisschen, sammle EP ohne Monsterfalle und dann passiert eigentlich auch nichts. Also ich bin noch nicht gebannt worden, man sieht ja. Ich hoffe, ich werde auch weiterhin nicht gebannt. Ich denke mal aber nicht, weil sowas ist eigentlich nicht verboten. Soweit ich weiß. Wenn ich falsche Informationen bin, könnt ihr es mir sagen, wenn ihr den Server kennt. Ich baue hier jetzt aber mal. So, komm aus, Wally. Kommst du her? Aus der Wally. Wally? Wally? Ach so. Ja. Scheiße. Noch ein Monster. Lauter Zombies hier. So ein Saugner. So. Der Hammer. So, jetzt ist mein Dad endlich weg. Jetzt kann ich mal weiterhin. Also, ich lasse euch entscheiden, ob ich bei meiner alten Base aufbauen soll oder ob ich eine neue bauen soll. Also ich werde jetzt definitiv noch eine neue Base bauen. Ihr werdet auch sehen, was ich dann baue. Vielleicht baue ich wirklich so ein Klo, wie mein Dad gesagt hat. Das ist sehr das könnte ich vielleicht wirklich machen, so ein Pixie-Klo.
Und dann würde ich sagen, dürft ihr entscheiden, ob ich da weiterbauen soll, ein neues Gebiet erclaimen soll, einen neuen Tower anbauen soll, oder ob ich in meinen alten hingehen soll und da weiterbauen soll. Weil da habe ich alles schon, da habe ich jede Menge, dann könnte ich auch die Sachen nehmen, die ich habe. Also ich kann quasi alle Sachen benutzen, auch wenn das würde ich dann auch machen. Aber ich habe jede Menge Zeug schon erfahren. Gebaut habe ich auch viel und dann würde ich das dann so machen. Wenn ihr das so fehlenden wollt. Das lasse ich wie gesagt. Oh, ich, diese Zombie-Geräusche machen mich gerade wahnsinnig. Ich denke immer, ein Zombie kommt hinter mir und schubst mich in die Lava. Dann Fujigato, Ende des Games. Arrivederci. See you later. Alligator. Ihr wisst schon. Und wie gesagt, baut lieber mit Cleanstone. Da, wenn ihr mal so eine Behutsamkeit Spitzhacke habt, die recht schnell abbaut und die andere nicht, ist das nicht schlimm, nehmt euch beide mit, dann könnt ihr Cleanstone nehmen zum Rüberbau, mit die kosten euch dann kein Cent. Somit bleibt euch das Geld erhalten. Ich schaue jetzt trotzdem mal hier rein, weil ich lass mal Luke, Luke, Luke. Ich sehe gerade. Ich sehe was, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe die Playlist vergessen. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, wo muss eigentlich die Musik. Ich bin so blind. Naja, das ist an. So, es regnet, geil. Endlich kühle Frische. Alles gut, Mama sagt, dieser Junge hat ein gutes Herz. Doch ich fühle okay, diesen Hass, wahrscheinlich dann weg sein. Diese Angst, die ist kalt, wenn du ich gar nichts hast. Der ich mach zeig nicht, dass ich mich hier lang kaufe. Ich mach Cash, muss dann wieder vor Gericht. Und mein Vater also, sagt, hier Mama, lang stehen bleibt. Ich mach ich wurde mich hier einfach nur so, wie gesagt, Dreiergänge durch. Such mir Diamanten und anderes Zeug und verdien mir dadurch, dass es halt. Mit Obsidian kann man auch Geld verdienen, ja, aber das Geld ist viel zu wenig für den Obsidian-Block, weil du brauchst viel zu lange, um die abzubauen. Das hätten sie vielleicht ein bisschen höher stellen können, wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber, naja, kann ich alles haben, sag ich im Leben. Ich würde einfach mal sagen, ihr könnt Obsidian-Blöcke farmen und abbauen, ja, wenn ihr eine gute Spitzhacke habt mit, effizient, dann ist es bestimmt lobenswert und lohnenswert, wenn ihr das abbaut. Ich werde es nicht tun, weil das ist das Geld nicht wert, da kriege ich mehr, wenn ich Steine abbaue schnell. Ich empfehle einfach alles mitnehmen, was ich kriege. Redstone, Eisen, Gold, alles. Alles, was ihr findet in Minen, abbauen, abbauen, abbauen. Und ihr kriegt richtig, richtig massiv Cash. So, wir haben eine Fackel bekommen. Ja klar. Tack, damit ihr auch was seht, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr was seht, deswegen baue ich jetzt mal ab und zu mal eine Fackel. Und wenn ihr mal was seht, weil ich bin jetzt ungefragt, weil ich hab's jetzt noch nie ausgetestet, Minecraft so. Scheiße, das war falsch. Die Richtung. Was? Gibt's hier? Huh? Ah. Perfekt. Das wird ein bisschen Stein, was ich brauche. Brauche ich alles nicht erstmal. Coole Blöcke habe ich auch wieder. Das ist super. Also, wie gesagt, ich baue mich hier jetzt mal frivölig durch. Ich sammle mal ein paar Diamanten, damit ich auch was auf der Seite habe. Damit ich glücklich bin. Und ich brauche natürlich, was ganz wichtig ist, Geld, weil ich habe nur 803. Ein Claim kostet $1 pro Block, also quasi ein Block $1. Das heißt, ich könnte mir jetzt nur 800 Blöcke kaufen. Das bringt nicht. 800 Blöcke ist fast gar nichts. Ich empfehle mindestens $2000 zu sammeln. Das ist meine Meinung, also $2000 sammeln mit einer Mine ist ziemlich gut, aber wenn ihr jetzt mal sagt, ich hab keinen Bock mehr auf Mine, ich habe aber $1000, scheiße, du Arschloch, das ist ganz perfekt.
Scheiße, halt ein, du. Geht doch. So. Scheiß Lava. So. Also, was ich sagen wollte, wenn ihr jetzt mal keinen Bock habt, auf irgendwie Mina, weil ihr sagt, ah, scheiße. Dann macht es doch ganz einfach mit die 1000 Blöcke, macht euch einen Claim mit 1000 Blöcken und setzt euch ein paar Mal das an. Ihr könnt nämlich die Blöcke von unten bis nach oben setzen, quasi erhöhen, erniedrigen und was bauen dafür. Ihr könnt riesige Farmen bauen und dann macht ihr einen auf Farmer und baut halt immer wieder Sachen ab. Das bringt euch so viel Cash auch nach und nach ein. Also Farmer, Miner, Fischer sind die besten Jobs, die ihr machen könnt, damit macht ihr richtig. Hallo Mama! Ich weck irgendwie alle auf, glaube ich, oder? Bin ich nicht zu laut für euch? Ja, habe ich gerade auch gesehen. Ja. Also heute besuchen mich alle bei meinem Let's Play, meine ganzen Eltern. Erst mein Dad, jetzt meine Mom. Normalerweise steht meine Mom nicht auf. Die schlaft wie ein Vampir, tot und im Sarg liegend. Nein, ist wirklich kein Scherz, Leute. Ich glaube wirklich wie ein Vampir. So, Arm über Kreuz, Mund auf. Mama macht einen auf Dracula, ist wirklich geil. Ein Kohleblock bringt glaube ich 50, also Kohle abbauen ist auch ziemlich geil. Solltet ihr auf jeden Fall immer abbauen und mitnehmen, bringt richtig viel Geld. Kohle und sonstige Blöcke, die eigentlich total uninteressant sind, bringen hier am meisten. Weil wenn ihr mehr davon abbaut, umso mehr Geld kriegt ihr. Das ist ja total logisch eigentlich. Ja. Fangen! Ja, ich hab sie. Bin ich gut. Okay. Ein Zombie. Ich hab einen Zombie gehört. Ah! Ich glaube, ich werde meine Mom auch mal mit in ein Let's Play nehmen. Die wird mit mir mal ein Spiel spielen, nämlich. Da kann ich die mal mit rein. Dann hört ihr mal meine Mom in Let's Play. Wollt ihr mal das hören? Meine Mama hat gemeint, sie will mal das Edelin-Channel mit mir ausprobieren. Sich auch Let's Play werden. Und vielleicht nehme ich das doch mit der Mama mal auf. Sofern ihr das wollt. Und ich glaube, viele wollen das dann auch, Mama. Dann hört ihr meine Mama. Meine Mom zockt, ja? Habt ihr richtig gehört? Meine Mom zockt. Kein Scherz. Die zockt leidenschaftlich auf mit mir. Nein, ich komme nicht rauf. Ich komme nicht rauf. Jetzt auch. So, wir fahren hier wie möglich weiter. Wir gehen durch. Wir machen weiter. 14 Askreuz. Ich werde jetzt einfach mal, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, 1000 Dollar von Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr auf Mine. Genauso werde ich das auch machen. Ich sag, ich hab keinen Bock mehr. Ist ja auch so. Ich werde jetzt nur bis 1000 Dollar abbauen. Und werde mir dann einen Claim suchen. Ein schönes Plätzchen und baue mal irgendwas Nettes auf, würde ich sagen. Ich weiß aber gar nicht, was ich. Wie gesagt, das Dixie-Klo von Papa, die Idee ist. Oder so eine Toilette. Aus Stein. Jeder, der drauf kacken will, muss 1 Dollar zahlen. Oh, das sind Spinnen. Ne? Also nochmal eine Mine. Jawohl. Aha, das Eisen sieht natürlich aus. Ach ja, ihr kriegt Geld für Blöcke abbauen, also nicht fürs Einsammeln. Also wenn ihr die Blöcke liegen lasst und nicht einsammelt, ist auch nicht tragisch. Ihr bekommt das Geld trotzdem. So. Ihr müsst nicht einsammeln, ihr könnt, ihr müsst aber nicht. So, ich muss nochmal den Schmutzierwerk, das kann ich mal schaffen. Hier nochmal den Bett. Blöcke, 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 Blöcke. So, wie gesagt, alles, alles mitnehmen, alles, alles mitnehmen. Auch Ratsch, ein Wasserstrom, unendlich lang. Wieso macht denn keiner weg? Nein! Nein! So! Geh weg! Ich hab ne Fackel gekriegt! Umsonst! Yay! Das ist ja immer noch ein Wasserstrom! Ja! Verdammt! Ja!
Ah, scheiße, da kommt das nächste Messer. Ach verdammt, das macht doch keinen Spaß. Ich hasse Wasser in Minecraft. Ein Skelett, das schwimmt. Schön. Wundervoll. Okay. Krasse Höhle. Krass. Oh, krass. Hilfe. Bitte, 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 bitte. Nein, direkt, direkt, direkt. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. So. Ich hasse Höhlen, das wisst ihr, denke ich mal, ohne Fackeln hasse ich Höhlen, weil wenn es dunkel ist, spawn Monster und dann erschrecke ich mich zu oft. Ihr wisst alle ganz genau, wie ich, wie schreckhaft ich eigentlich bin. Und ich hasse sowas. Ich hasse. Ich hasse. Meine Mama und mein Dad haben mich nie Let's Play hören und sehen, dass das erste Mal ist voll anders. Das macht mich nicht nervös, aber es ist anders. Ein bisschen witzig. Yo, yo, Rock'n'Roll. So. Minecraft rockt natürlich total. Man merkt, ich mein wieder Körper und das rockt doch mega hier. Es ist ja mal der Brother. Peinlich schlecht hin und das heißt. Habe ich genau gesehen, ich hab dich auf dem MTV voll krass in hier, Alter. Hast du gesehen? Und da war ein Lag. Hast du gesehen? Wenn ihr mal Ideen auf neue Spiele hättet, weil das ist nämlich mein Problem. Ich habe eigentlich bisher nur irgendwie so RPGs und so gespielt. Ich hätte aber gerne auch mal andere Spiele. Wenn ihr Ideen habt auf Spiele oder Lust habt auf ein Spiel, das ich jetzt playen soll, dann sagt es doch einfach mal, weil dann hole ich mir das. Kauf's natürlich, selbstverständlich. Dann let's play ich das auch. Dann mache ich das auch, dann kaufe ich das. Und ja, ich habe einen weiblichen Skin, falls da welche irgendwie... Weil ich weibliche Charas lieber mag. Das müsstet ihr, denke ich, alle, denke ich mal, zumindest kapiert haben. Ich bin ein männlicher Kerl, der weibliche Charas einfach lieber spielt. Nicht weil Titten und so, weil man sieht mein Skin, keine Titten zu sehen. Sonst hätte ich welche gemacht, weil den habe ich selber gemacht. Meine Skins sind alle selber gemacht. Ich mache die alle selber, habe auch schon ziemlich viele gemacht. Und ich spiele immer weibliche Charas, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich werde sie auch immer spielen, weil die schauen einfach besser aus, die kann man besser einkleiden. Man kann es einfach besser stylen. Kann man gar nicht anders sagen. Mama kommt schon wieder. Mama mag nicht ins Bett gehen. Mama bleibt bei mir. Das finde ich super. Bin ich nicht so allein. Oh, ich hab's doch nicht. Ich bin nicht allein. Ich frage mich gerade, was meine Leutchen machen auf Minecraft, weil die schreiben ja gar nicht, weil ich auch nicht schreibe, denke ich, weil normalerweise schreibe ich hier eigentlich den ganzen Tag. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich war so fies und habe mir den Spaß genommen und habe gesagt, ich bin ein Mädchen, weil ich finde es einfach witzig, wie Leute einen sofort anmachen, wenn man sagt, ich bin ein Mädchen, wenn man einen weichlichen Skin hat. Die wissen von einem nix, die haben auch keine Ahnung, die haben sich auch nicht erkundigt und machen einen sofort an. Ich finde sowas einfach lächerlich. Und in Minecraft gibt es halt viel zu viele Kinder, die sagen, oh Mädchen, jetzt will ich die aber haben bei Titten und so, da ist der Fupa, sehe ich eine Nummer. Keine Ahnung, was die sich denken. Die meisten denken auf jeden Fall Titten. So denken die meisten Jungs natürlich. Und ich find's einfach ehrlich gesagt amüsant, wenn ich dann sage, hey, ich bin Mädchen und die kaufen mir das zu 100% ab. Ich finde es einfach witzig. Es ist zwar gemein, ja, ich weiß, aber seid ehrlich, so ist es doch witzig und lächerlich, wenn einer sofort glaubt, dass du ein Mädchen bist. Also, ich würde nicht jeden abkaufen, dass er ein Mädchen ist, wobei ein Mädchen ist genannt. Ich wäre nicht so dreist und hätte dann gesagt, ja, ich will skypen, ich will ein Bild, ich will Beweise, so gemein und dreist bin ich nicht, aber ich bin bei Mädchen vorsichtig und sag immer erst, ja, hast du vielleicht skypen, hast du vielleicht dies oder das, können wir uns mal unterhalten,
also quasi ein bisschen Informationen geben. Wenn aber ein Mädchen sagt, nö, ich hab kein Skype, nö, ich kenne das nicht.